nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit mal schon gesehen, was los ist. Und, aber wir sind zu grün teilweise, ne? Wir sind zu grün und ja, nach dem 2-0 und nach dem 3-1 auswärts darfst du dir das Spiel nicht außer Hand nehmen lassen. Und das haben wir gemacht, weil wir ja, einen Gang rausgenommen haben, ne? Und waren nicht mehr so präsent, nicht mehr so aggressiv. Sind nebenher gelaufen, haben nicht nach vorne verteidigt und ja, dann aufgrund Naivität, Freistoß hat man gesehen, muss er nicht anlaufen, brauche ich nur stellen am 16er. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass wir das schaffen, weil wir die letzten 6 Spiele immer im Rückstand waren und immer wieder zurückgekommen sind, auch gegen Concordia 2-0 zurückgelegen haben, gegen allen anderen immer im Rückstand, aber wir haben in der zweiten Halbzeit immer wieder gedreht und wir sind technisch stark genug. Und auch jetzt von der Moral her, aufgrund der ganzen Siege, stark genug, immer wieder zurückzukommen. Und wir haben am Anfang einfach schlecht Fußball gespielt. Wir haben Kick and Rush gespielt, anstatt Fußball zu spielen. Haben viel zu viel mit langen Bällen agiert. Und die sind einfach kopfballstärker als wir. Und dafür sind unsere Leute zu klein. Und in der zweiten Halbzeit habe ich dann angesagt, dass Fußball gespielt wird. Und daraufhin kamen dann auch unsere Chancen. Und die haben wir dann auch endlich mal genutzt. In der ersten Halbzeit hatten wir auch einige, die wir nicht genutzt haben. In der zweiten Halbzeit lief es dann. Was keiner weiß, bis dato nicht ein einziges Abschlussspiel im Training hatten mit 2 Keepern, geschweige denn einem. Wir haben in der ganzen Saison nicht ein, wir haben teilweise mit Spielern im Tor gespielt. Ja, das ist eben so, die Jungs haben es trotzdem noch in der Hand, müssen jetzt die restlichen Spiele alle gewinnen, das sind alles Endspiele jetzt. Ja, und dann können sie zeigen, ob sie Eier haben und ob sie Gas geben wollen und dann müssen sie natürlich ein bisschen mehr machen als heute noch. Und gut ist, jetzt haben wir den letzten Puffer haben wir jetzt verbraucht. Ja. Und das war's. Jetzt geht's los, Dienstag gegen Billehorn und dann schauen wir mal. Ja, wir haben jetzt 3 Heimspiele, auch wenn Ham United auswärts ist, aber ist eben hier auf unserem Platz. Von daher ist es ein Heimspiel für uns und die 3 Heimspiele wollen wir alle 3 gewinnen und hoffen natürlich, dass die anderen sich gegenseitig noch die Punkte klauen, weil da einige weniger Spiele haben als wir und noch an uns vorbeigehen könnten. Aber die müssen auch noch gegeneinander spielen, also von daher sind wir guter Dinge und haben natürlich die Hoffnung, dass wir noch mit aufsteigen. Unser Ziel ist von Anfang an für mich Aufstieg gewesen. Unter was für Umstände sich die ganze Sache gestaltet, das steht auf einem Blatt. Aber Ziel ist Aufstieg, logisch. Brauchen wir nicht sprechen. Erstmal Bezirksliga. Es haben einige schon zugesagt, dass sie kommen aus den Landesligamannschaften, TuS Osdorf zum Beispiel. Und wir wollen uns erstmal in der Bezirksliga halten. Und dann im zweiten Jahr Bezirksliga wollen wir eine Mannschaft so aufbauen, dass wir dann auch mitspielen können, um in die Landesliga zu kommen.